Willkommen im High Five Channel. In diesem Video geht es um SMAA. Die Abkürzung steht für Enhanced Subpixel Morphological Anti-Aliasing. Nicht in jedem modernen 3D-Spiel ist eine Art von Kantenklettung, man spricht auch von Anti-Aliasing, implementiert, was für unschöne Treppchenbildung sorgen kann. Damit ihr wisst, was ich meine, als nächstes ein Screenshot aus dem Spiel Need for Speed Hot Pursuit. Dieser wurde in einer Auflösung von 3840 x 1080 Pixeln aufgenommen. Trotz dieser extrem hohen Auflösung bilden sich noch hässliche Treppeneffekte an den Polygonkanten im Spiel. Dieses Spiel unterstützt nämlich gar keine Form von Kantenklettung, welche für eine saubere Darstellung von 3D-Grafiken aber essentiell ist. Das gleiche bei GTA 4. Auch dieses Spiel bietet nativ keinerlei Kantenklettungsmodi. Bei solchen Sonderfällen hat man als Grafikenthusiast die Möglichkeit, Anti-Aliasing über den Grafiktreiber zu forcieren, was häufig nicht problemlos funktioniert. Alternativ kann man das Spiel in einer höheren Auflösung rendern lassen und es anschließend auf die Monitorauflösung runterrechnen. Stichwort Downsampling. Das kostet zwar extrem viel Rechenleistung, hier bei vierfach Full HD etwa 400%, doch bringt den hochwertigsten Glättungseffekt. Hier ein paar hochwertige Bilder, die in den Spielen Crysis und Crysis 2 mithilfe von Downsampling entstanden sind. Hier ist weit und breit keine Spur mehr von Kanten. Seit einiger Zeit gibt es einen neuen interessanten Trend, um Aliasing, also die Bildung von unschönen Kanten in Computerspielen, zu verhindern. Man injiziert die Glättung in das Bild, nachdem das bereits berechnet wurde. Es handelt sich also um eine Art Echtzeit-Nachbearbeitung. Der Vorteil hierbei ist, dass man so nahezu jedes DirectX-Spiel glätten kann. Der Filter kostet auf modernen Mainstream-Grafikkarten fast keine Leistung, weshalb anders als beim Downsampling so ein flüssiges Spielen auch auf langsameren Systemen noch möglich ist. Auch gegenüber normalen Anti-Aliasing-Methoden gibt es Vorteile, denn es wird wirklich das gesamte Bild geglättet, was bei einigen AA-Modi nicht der Fall ist. Beispielsweise Alpha-Texturen, also durchsichtige Oberflächen, werden durch diese nicht geglättet. Damit SMAA das gesamte Bild gefiltert wird, kann uns dies mit dieser Methode allerdings vollkommen egal sein. Ganz egal, was für Pixelkanten es sind, sie werden geglättet. Allerdings gibt es auch Nachteile. Da der SMAA-Injektor, nachdem das fertige Bild an diesen weitergegeben wurde, nicht mehr wissen kann, wo sich die eigentlichen Polygonkanten befinden, muss er sich anhand der Kontraste orientieren. Die Glättung wird einfach überall dort angewandt, wo der Kontrast aneinanderliegender Pixel den Grenzwert überschreitet. Da das auch beim Übergang von der 3D-Grafik zum Benutzerinterface eines Spiels der Fall ist, wird das Interface auch geglättet. Es wirkt unter Umständen ungewollt weicher. Dieser Effekt tritt mit SMAA unter 1080p, jedoch selbst mit maximaler Glättung nur sehr schwach auf. Um dennoch zu zeigen, dass nicht nur Polygonkanten, sondern auch das Interface weich gezeichnet werden, nun ein Ausschnitt aus dem GTA 4 Menü. GTA 4 unterstützt von Haus aus gar keine Kantenklettung. SMAA schafft hier Abhilfe. Die unnatürlichen Pixelkanten werden an der Bank ordentlich geglättet. Da man den Unterschied am besten in bewegten Szenen erkennen kann, jetzt eine kleine Demo in 720p. Ich spiele GTA 4 bewusst nicht in Full HD, ansonsten könnte man die Glättungswirkung auf YouTube nur sehr schwer erkennen. Every possible choice. The city is like a big udder milk and ice.
Weitere Videovergleiche zwischen unterschiedlichen Anti-Aliasing-Modi finden sich in der Beschreibung. Wie man SMAA in einem Spiel aktivieren kann und warum man vorsichtig sein sollte, werde ich in einem anderen Video zeigen. Have fun!